und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Penumbra. Ich bin der Lord Langster und begrüße euch recht herzlich hier mit mir in den Abgrund hinabzusteigen. Und wir sind schon relativ weit vorangeschritten. Im letzten Part haben wir noch einen Schraubenzieher und einen Bolzenschneider gefunden, ohne zu wissen, wofür wir den benötigen. Die Tür haben wir verbarrikadiert, weil ich ja noch nicht gespeichert habe und ich trotzdem den Part beenden musste. Ja, und jetzt geht die Reise also weiter. Das ist ja immer noch die gleiche Session wie im letzten Part. Das wisst ihr ja. Wo ist das denn hier für ein Schrank? Alter Schwede, der ist aber verziert. Darum müssen wir uns heute nicht erst neu orientieren, oder zumindest ich nicht. So, ich werde mir hier kurz die Zeit nehmen, das alles ein... Och nee, oder? Das hätte man aber schöner machen können, ja. Ich meine, das sieht man doch. Ach, egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich werde mich hier ein wenig genauer mal umschauen, bevor wir weitergehen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, was wir benötigen. Ich höre immer so, also als ob hier Spinnen sind. Ganz komische Geräusche. Sektion C, Iron Mineshaft. Da gehen wir dann gleich mal rein. Und schauen, was uns dahinter erwartet. Ah, hier scheint es eigentlich nichts mehr zu geben. Da oben noch mal gucken. Wir haben doch hier nicht umsonst eine Kiste zum Rumschieben. Irgendwo in den Regalen... Habe ich da gerade einen Speicherpunkt gesehen? Nee. Irgendwo liegt doch hier bestimmt noch was rum. Ja, komm mal her jetzt. Warum stellt ihr mir hier eine verdammte Kiste hin, wenn ich eh nichts finden kann? So gar nicht. Gibt's echt nix. Nun gut, dann eine weitere Sicherheitstür. Ich brauche den passenden Code. Wieso gleich? Zu schnell der Text. Ich habe eine Tür entdeckt, die zu den Hauptschächten führt, brauche aber einen Code, um sie aufzusperren. Na, da weiß ich doch schon. 0815. Vielleicht die 4711. Dann eventuell die 0903. Oder aber die 1. 984. Nein, nun gut. Dann muss ich wohl hier lang. So, hier waren ja wieder diese Hunde, ne? Könnte nochmal eine Karte vertragen. Schaut so aus, als ob dieser Wagen vor langer Zeit, als ob dieser Weg vor langer Zeit abgeriegelt wurde. Jetzt ist er jedenfalls wieder frei. Weitere zeitgenössische Kisten, wobei diese hier mehr wie Käfige wirken. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn, oder? Das macht auch Sinn, Schaft 12 und dann erst zu Schaft 13, oder? Das heißt also links, dann wieder links in der Sackgasse mal schauen und ansonsten ganz oben rechts. Oh, ich höre von links. Aber leider auch schon einen Gegner, da ist er schon. Der geht in die Sackgasse rein.
Da leuchte ich jetzt rein und dann laufe ich. Oder ich leuchte nicht rein. Ich bin im Dunkeln, du siehst mich gar nicht. Bin ich jetzt richtig? Weiter. Doch. Diese Tür wurde zugeschweißt und wird sich wohl nie öffnen lassen. Ja, scheiße, jetzt aber schnell raus hier. Schnell, schnell, schnell. Okay. Also ein bisschen schwitzig ja, ne? Aber das ist, weil die Heizung an ist. So, das müsste jetzt hier Schacht 12 sein. Der Nutzen von Zäunen ist mir klar, aber wieso Stacheldraht einsetzen? Vor was wollten die Arbeiter sich hier unten schützen? Der Nutzen von Zäunen ist mir klar, bla 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 bla. Muss von der anderen Seite verschlossen worden sein. Och. Ich gehe die zweite links und dann erste links und dann geradeaus. Ach scheiße. Lol, jetzt habe ich Escape gedrückt, um die Karte zuzumachen. Okay. Und in der ersten links ist ja immer dieser Hund hier drin, ne? Deswegen mag ich da jetzt nicht lang gehen. Kommt der schon, kommt der schon, kommt der schon. Schnell, schnell, schnell. Oh nein, oh nein, 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 nein. Oh, oh. So, jetzt wieder links. Da ist noch ein Hund. Kacke. Oh, jetzt höre ich hier aber überall Hunde. Okay, er ist weg. Ich muss jetzt geradeaus, ne? Oh, da steht er, da steht er, da steht er, da steht er. Bitte sei offen, bitte sei offen, bitte, 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 bitte. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dieses Kabel verbindet die Schalttafel mit der Maschine. Schön, das freut mich. Okay, da komme ich nicht durch. Das hier muss die Sammelstelle sein, an der die Felsstücke aus der Mine gesammelt und verarbeitet werden. Diese Kolben können mir jeden einzelnen Knochen im Leib brechen. Ja, kann durchaus passieren, ne? Dann drücken wir doch mal hier einen Knopf. Jetzt haben wir hier. Na, was bewirke ich denn da? Jetzt habe ich die hoch gemacht, ne? Ist das jetzt. Ist das jetzt der erste? Ja, das ist der erste. Wenn der erste hoch geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir da echt 7 Kolben? Das sieht zu wenig aus. Wenn der erste hochgeht, ging der dritte runter. Habe ich das richtig gesehen? Das heißt, das ist der
jetzt geht auch der erste wieder runter. Mal erst. Ach, guck mal, jetzt sind beide oben. Guck, jetzt fehlt nur noch einer. 1, 2, 3, 4. Ach, Scheiße. 1, 2, 3, 4. Aber jetzt ist der zweite wieder unten. Habe ich es jetzt? Sieht so aus, ne? Leute, ich hab einfach rumgedrückt. So wie man es halt immer machen sollte, ne? Einfach rumdrücken. Und vielleicht sollte ich da jetzt schnell durch, bevor die Kolben wieder runterfahren. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Da steht bestimmt drauf, bitte nicht reingehen. Ich nehme an, dass sich nur wenige Leute freiwillig dieser Maschine nähern würden, um die Anweisungen zu lesen. So, was machen wir denn jetzt hier? Das sieht aus wie eine Leiter. Die Leiter schaut nicht sonderlich gut befestigt aus. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas herunterstoßen. Na, das ist doch... Das müsst ihr mir doch nicht zweimal sagen. Na, aber so klappt's halt nicht, ne? Was soll das hier jetzt? Vielleicht da gegen die Rohre mal so einen Stein gegenwerfen? Tja, ich habe jetzt halt keine Ahnung, wie ich... Können wir mal gucken, ob ich hier einfach die Tür aufmachen kann, oder? Kann ich die da jetzt schon runterbekommen oder nicht? Mir hier einfach mal eine Treppe, oder? Lol, wollt ihr mich verarschen? So ein Witz, oder? Ich glaube fast, das sollte man so nicht machen.
Diese ganze Fabrik wirkt auf mich wie eine riesige Todesfalle. Dieser Ventilator schneidet Fleisch und Knochen in einer Millisekunde. Ich frage mich, wie ich das Ding stoppen kann. Ja, schon mit Steinen, aber... Check's noch nicht so ganz. Warum habe ich denn jetzt die Tür hier aufmachen können? So eine komische Tür. Ach nee, das. Vielleicht muss ich da so einen Stein drauflegen. Ja, wahrscheinlich geht so dann die Leiter runter, oder? Komm, das machen wir mal. Hier haben wir noch einen Stein, genau. Ah, ja, 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 ja. Oh, mal gucken, was jetzt passiert, wa? So. Das Ding hier stoppen, ne? Ach, vielleicht ist deswegen dieses dieses rote Teil hier da. Das ist auch ein bisschen größer, ne? Okay, einfach hochschmeißen geht nicht. Ah, das ist ja. Ja. Eieiei. Das kann ich gut schmeißen. So, damit müssten wir doch hier diesen Ventilator jetzt irgendwie stoppen können. Oder? Sehr gut. Jetzt kommt ein Schlämmchen durch. Was da oben ist, weiß keiner. Spinnen oder so. Inzwischen sind wir gute Freunde geworden. Ich habe dir meine Zuneigung geschenkt. Vielleicht kannst du mir dafür etwas schenken. Schließlich wäre es unhöflich, wenn du zu unserer Teegesellschaft mit leeren Händen kämst. Der arme Red ist so hungrig. Er könnte ein Pferd und den Stalljungen dazu fressen. Doch hier ist Pferdefleisch leider schwer zu bekommen und Menschenfleisch schmeckt so fade. Falls du ein vorbeihuschendes Nagetier siehst, bringst du mir bitte das knusprige Häppchen als letztes Mal mit? Ja, im Grunde kann ich das schon tun, das ist kein Problem. Und ich glaube, ich weiß schon, was wir hier machen müssen. Die Maschine sieht intakt aus, es fehlt nur der passende Motor. Das war bestimmt dieses rote Teil, was wir da eben hatten. Das bedeutet, wir müssen wieder zurück. So, dalle. Zap, zap. Schnell hier durch, ganz schnell. Dann werden wir den Motor aufs Motorband legen. Ne? Aufs Motorband, sage ich schon, aufs Förderband. Ne? Und dann geht's schon weiter. Ich will hier nicht immer runterfallen. So. Ist das ein Motor? Das ist bestimmt ein Motor, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Motor ist. Ich werfe das mal ein Stück, damit es schneller bzw. weiter vorne auf dem Band landet und ja, einfach schneller durch den Kanal durchgehuscht ist.
So, jetzt müssen wir hier wieder durch und hier durch. Läuft wie ein geöltes Uhrwerk. Welche Überraschung. Schon wieder ein Förderband. Was haben wir hier, in der Wasseraufbereitungsanlage von City 17. War das Wasser auch? Ja, ich glaube schon, ne? Aua, aua, ist das... Das ist doch hier bestimmt so wie bei Grimrock so, geh auf die richtige Bodenplatte, ne? Scheiße. Oh, ah, Gott sei Dank. Scheiße, das ändert sich ja wirklich. Jetzt ist hier die zweite nicht an. Jetzt sind da alle an. Lol, soll ich das jetzt überblicken können? Ich sehe das doch gar nicht so genau. Oh, das wird eklig, glaube ich. Takt alle 4, 3, 3, 3, 2, alle 4, ach du Scheiße, ey, das wird ja voll Trial and Error. Oh, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen uncool hier. Oh, zu nah dran. Komm schon! Ah, ja! Oh, oh, ich bin einfach durchgesprungen. Ja, ich wollte da jetzt unbedingt durch. So, da haben wir einen Lüftungsschacht. Da wollen wir bestimmt mal reingucken, oder? Ach komm, nehmen wir jetzt mal hier. Wir haben 3 Medikamente, oder? Dörrfleisch riecht zum Anbeißen gut. Ist das zum Hunde weglocken oder kann ich mich damit heilen? Erst links gehen sollen. Ist doch schon wieder viel zu lang hier der Weg. Ich glaube, die kriegen wir nicht auf. Okay. Das sind immer so offensichtliche Schönheitsmacken. An sowas störe ich mich immer. Das ist doch hier, also hätte man noch schöner machen können. Also das ist ja so offensichtlich. Das muss man doch beim Testen gesehen haben. Menschenskinder, aber nee. So, jetzt haben wir mal noch die linke Seite. Ja. Ne? Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. So.
Soll ich da mal Dynamit hinschmeißen? Warum geben die mir denn die Typen jetzt einen versteckten Lüftungsschacht? Komm, ich stell mich jetzt mal drauf und hau. So, jetzt treffe ich definitiv das Ding. Und es will nicht aufgehen. Tja. Was sagt uns das? Ne? Nix. Ne? Es sagt uns nix. Beziehungsweise sagt uns, hier will uns jemand veräppeln, glaube ich. Oder das ist ein Weg zurück. Das könnte natürlich auch sein, wobei ich es bezweifle. War ja so klar, ey. Ach, jetzt kommt. So, guck mal. Stimmt, wir haben ja noch Werkzeuge gefunden. Vielleicht helfen die mir weiter. Da habe ich schon noch gar nicht dran gedacht, dass wir die ja jetzt haben. So, ich wollte es ja auch nicht verbinden. Ich wollte es ja. Oh, lol, seht ihr das? Das ist ein Durchgang. Oh. Ja, das habe ich natürlich mit Hammer nicht gesehen. Ich glaube, jetzt bin ich auf der anderen Seite, wo ich gerade nicht durchkam, ne? Es wird jetzt mal wirklich Zeit, dass ich eine Speicherurne finde. Eine Karre und Schienen für den Abtransport von Erz. Sowas wird heutzutage immer noch benutzt. Eingestürzt. Dort komme ich nicht raus. Ich komme hier niemals raus. Natürlich klar hier, ne? Diese Ketten hindern den Karren am Wegrollen. Dafür haben wir ja einen Bolzenschneider. So. Ist natürlich die Frage, soll der hier langrollen? Wahrscheinlich soll ich da langrollen, oder? Ah, eine Steinwand, alles klar. Dann zählen wir mal eins und eins zusammen. Was? Diese Mauer ist neu. Der Zement ist beinahe noch feucht. Die kann nicht älter als eine Woche sein. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, so ein Zufall aber auch, dass wir da eine Lore haben, die wir direkt gegen diese neu zugemauerte Wand steuern lassen können. Sollte ich hier jetzt den Schraubenzieher verwenden? Wie sollte das bitte schön funktionieren? Soll ich den einfach anschieben? Da ist Speichern. Oh, das trifft sich ja perfekt jetzt. Eine bunte Mischung aus Industrie, Fachliteratur und wissenschaftlichen Büchern. Leuchtstab, da sehen wir besser. Also zumindest in der nahen Umgebung, ne? Eine bunte Mischung aus Industriefach. Oh. Hunderte von Zeitungsausschnitten, die allesamt von Biomedizin, der lokalen Tier- und Pflanzenwelt sowie Feldstudien handeln. Ist das einer von diesen Würmern, die wir da schon gesehen haben?
Stellt euch mal vor, ihr würdet so einen fetten Wurm irgendwo sehen. Den würde ich niemals anfassen. Ich konnte den doch gerade angucken. Das schaut mir nach einer kleinen Version dieses Wurms aus, den ich vorhin gesehen habe. Vermutlich ein Jungtier. Es wurde seziert. Die inneren Organe wurden entnommen. Ist sicher noch nicht lange her. Wirre Statistiken und grobe Skizzen befinden sich an dieser Tafel. Sie scheinen alle von einer großen Ringelwurmart zu handeln. Bilder und Aufzeichnungen, die von dem grauen Felswurm handeln. Ziemlich groß für ein wirbelloses Tier. Ein Mikroskop aus den 60er Jahren, funktioniert immer noch, gehört aber wohl eher ins Museum. Ist das jetzt das, was ich aufgehoben habe? Ich glaube, das habe ich schon gelesen, ne? Oh, hier liegt sie. Alte Tageszeitung, ganz schön mitgenommen, ist nur noch wenig davon lesbar. Wofür könnten wir denn jetzt eine Zeitung gebrauchen? Hier ist ein Textstück. Kopenhagen Post, Freitag, 25. Dezember 1970. Fordert die Todesminen immer noch die Leben Unschuldiger? Ein seit längerer Zeit als vermisst geltender Arbeiter der nordwestlich gelegenen Eisenmine in Grönland wurde letzte Nacht für vermutlich tot erklärt. Die Behörden gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Der Bergbau bildet zurzeit den größten Anteil der grönländischen Industrie. Mit ihren 16 Jahren zählt die nordwestliche Eisenmine zu den jüngeren Anlagen des großen Untergrundkomplexes, der zusätzlich noch eine Bleiaufbereitungsanlage beinhaltet und um das Jahr 1952 zu einem Militärbunker umfunktioniert wurde. Die Eisenmine verzeichnet seit ihrer Inbetriebnahme hohe Gewinne. Trotz des kürzlich Verschwindens des jungen, namentlich nicht genannten Arbeiters. Wir fanden heraus, dass der besagte junge Hilfsarbeiter aus Europa möglicherweise aus Dänemark stammen könnte. Die Behörden versuchen derzeit, Kontakt zu seinen Familien aufzunehmen. Der Mann verschwand vor 10 Tagen und der Vorarbeiter der Mine hatte nun von einem Recht Gebrauch gemacht, ihn offiziell für vermutlich tot zu erklären. Dieser Schritt wurde im Vorfeld gründlich überlegt. Ein Such- und Rettungsteam durchkämmte sämtliche Minenschächte, fand jedoch keine Spur des Arbeiters. Selbst auf der Oberfläche hätte für ihn ohne Fortbewegungsmittel Ausrüstung und Verpflegung keine Überlebenschance bestanden. Auch wenn sich der Aberglaube in Grönland seit einigen Jahren auf dem Rückzug befindet, so glauben immer noch einige der Bewohner, dass die Region um die Mine verflucht sein soll. Vor knapp 40 Jahren wurde in dieser Zeitung bereits ein Bericht veröffentlicht, der sich mit dem damals hohen Selbstmordrate in dieser Region auseinandersetzt. Zusammenhänge zwischen ihnen und der esoterischen Einstellung der Bevölkerung könnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Lars Jensen. War das schon irgendwie Bericht 2? Ah, Kopenhagen Post 2. Soll das der Wurm sein? Ziemlich ausgebleicht. Sieht aus wie die Nahaufnahme eines Ringelwurms.
Eine bunte Mischung aus Industrie, Fachliteratur und Büchern. Haben wir hier noch irgendwo den Bericht 1? Sie ist von der anderen Seite aus verschlossen. Der Schlüssel steckt immer noch. Ach, da hängt er doch. Ja, tut mir leid, das ist jetzt halt der erste Bericht, ne? Falsche Reihenfolge. KNR, Donnerstag, 1. Januar 1974. Erhöhter Seeverkehr schürt öffentliche Bedenken. Einwohner eines kleinen nordwestlich gelegenen Dorfes haben nach eigenen Angaben erhöhtes Aufkommen an Schiffen in ihrer Region innerhalb der vergangenen 6 Monate beobachtet. Nordwestgrönland ist nach modernen Maßstäben relativ unbewohnt. Auf einer Fläche von 1 Quadratkilometer kommen 0,1 Personen. Das ist ein Drittel des nationalen Durchschnitts. Der Handel über den Seeweg sank seit der Schließung der nordwestlichen Eisenmine im März 1972 dramatisch. Die Mine stellte damals ihren Betrieb ein. Nachdem es zu mehreren Stolleneinbrüchen aufgrund versehentlicher Detonation von Sprengsätzen kam, bei der alle 47 Arbeiter vermutlich umkamen. Ihre Körper wurden nie gefunden. Nun beklagen sich immer mehr Einwohner über die erhöhte Lärmbelästigung, die durch das vermehrte Auftreten von Schiffen entsteht, die entlang der Küste fahren. Um jedoch behördliche Schritte dagegen einzuleiten, müssen im Vorfeld in mühevoller Arbeit sämtliche Regierungscodes der Schiffe aufgezeichnet werden. Da die Schiffe jedoch meist in der Nacht die Region durchkreuzen, könnte sich dies als unmögliches Unterfangen erweisen. Eric Nunat. Kann man denn bei Schiffen wirklich von Lärmbelästigung sprechen? Ey, das ist eine super Waffe, Mann. Nimm die mit. Es ist ja jetzt nicht so, dass so ein Schiff 5 Meter vorm Strand vorbeifährt, ne? Meist fahren ja Schiffe eher so, weiß nicht, so, ja, schon einen halben Kilometer weiter draußen an der Küste entlang. Ne? Also da kann man doch nicht, warum eine Lärmbelästigung? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber gut, wir machen jetzt hier Schluss mit diesem gruseligen Bild. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte um ein Like, wer bis zum Ende geschaut hat. Und wenn ihr unterstützt, sogar einen Kommentar, welches ich auch gerne mal beantworte, wenn ich die Zeit dafür finde. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht noch. Bye, bye. Euer Längster. Augenzeuge, ein Mann ohne Namen. Er ist es, der das Tor zur Hölle öffnet. Mit einem Grinsen auf dem Gewicht, ja, Immersion kaputt, ne? Mit einem Grinsen auf dem Gesicht schaute er zu, wie die anderen Männer verschwinden und drehten sich langsam um. Vater hält immer noch etwas in seinen Händen. Jedes Mal, wenn ich eines dieser Dinger benutze, fühlt es sich an, als ob sich das Artefakt mit Besuchern füllt. Ein regelrechtes Gedränge dort im Inneren. Seltsam. Irgendwie kommen mir die Besucher vertraut vor. So, jetzt machen wir das nochmal mit Flüstern, oder? Bye, bye.